Schluchsee. Am Mittwochabend, den 6. April 2022, verursachte ein betrunkener Autofahrer auf der B500 im Ortsteil Seebruck einen schweren Verkehrsunfall. Nach Mitteilung der Polizei befuhr gegen 21.40 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer die B500 von Häusern kommend in Richtung Schluchsee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeuglenker auf der nahezu geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonschutzplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach dahinter liegen. Der Verunglückte zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro. Um das Unfallfahrzeug herum lagen leere Flaschen alkoholischer Getränke. Beim Unfallverursacher konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen und Ersthelfer des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 933 60 zu melden.